Habt ihr schon Survival of the Fittest in Arsa gespielt? Nein? Ja. Aber ich, und zwar das erste Mal. Und wie das ablief, seht ihr in diesem Video. Besonders gut, vertraut mir. Ich gab mir einen anständigen Namen und erstellte meinen Charakter, um in der Lobby zu spawnen. Und by the way, das war eine Duo-Runde, weil gefühlt niemand Solo gespielt hat, aber glücklicherweise wurde ich direkt von jemandem eingeladen. Yay. Danach machte ich meinen Charakter noch etwas schöner und dann ging die Runde schon los. Es geht los. Was muss ich machen? Stay inside the ring? Shift to dive. Ich dive. Kann ich hier einfach so landen? Ich hab ne Pike. Dann lass mal hier zu dem Drop hier, würde ich sagen. Ach, der kommt noch. Ich brauch Stamina. Oh, fuck. Ja, wir haben ihn getamed. Okay, stark. Ach, er hat den... Achso, er hat den schon gelootet. Na, puh. Oh Gott. Was ist mit dem? Wollen wir den killen? Geh mal auf, komm. Ja, ich helf dir. Ah! Oh mein Gott, wir haben ihn. Können wir tame? Geht das? Nee. Warum geht das nicht? Wir brauchen... Warum geht das nicht? Verstehe ich nicht. Und natürlich musste auch wieder das Übliche passieren, was natürlich niemand voraussehen konnte. Mein Spiel ist gecrashed, oder? Nein, Bro! Mach! Also nochmal alles von vorn, diesmal aber auch in Solo. Okay, da... Warte, steht das da irgendwo wie ein... Dinos become unconscious at low HP. Kill them to earn tokens or spend tokens to tame them. Ah! Na komm, jump. Ich gehe zu dem Purple Drop da. Hoffentlich ist da keiner. Ah, der kommt da ohnehin noch. Auf was soll denn das? Oh, schnell. Bevor der Spino kommt. Schnell, 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 schnell. Los! Loot! Loot! Looten? Oh mein Gott, ich habe eine Rakete. Warte, ich hol den Para, oder? Komm, ich hol den Para einfach. Hey, Para. Let's go. Nein! Ja, und der nächste Crash musste natürlich auch kommen. Gefühlt sind die Crashes immer noch genauso häufig wie an Tag 1. Ich weiß nicht mal genau, wie man SOTF spielt und das Game crasht mir die ganze Zeit weg, aber vielleicht klappt es ja jetzt. Oh, da ist ein Rex. Hier ist ein Alu. Wir müssen woanders hin. Hier ist doch ein Green Drop. Ja, looten. Ah, hier ist ein Sabertooth. Tame, 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 tame. Nice. Wir haben Sabertooth. Unsere Raptoren, ich kill ich einfach. Für Points, ne? Ist das gut für Points? Nö. 105 Points haben wir jetzt. Und hier ist noch ein Drop, den nehmen wir mit. Ein Barry. Ein Barry ist voll gut, oder? Aber der kann mich stunnen. Oder hier ein Dire Bear? Tame Dire Bear? Let's go. Ich ride ihn. Kann ich ihn convert to tokens? Ja, weg mit dir. Okay, wir haben jetzt einen Dire Bear, Guys. Dann würde ich gucken, dass wir vielleicht noch einen Drop oder sowas finden für ein bisschen mehr Loot. Oh Gott, hier ist ein Player mit einer Pump. Ich sehe nicht. Ich bin blind, ist fuck. Oh, er hat auch einen Dire Bear. Er macht mehr Damage. Fuck. Komm, ich geh auf. Er ist low. Also sein Tame ist low. Scheiße, aber mein Tame ist weg. Warte, ich hole mir ihn, oder? Oder ist das bad? Ich brauche aber schnell ein Tame. Na, hör auf. Ich komme. Ich bin Nucky Dai. Ich muss weg. Fuck, Digga. Mine in a way. Okay. Oh Gott. Loot. Zack. Mal, jetzt haben wir hier schon mal eine Pike. Dann können wir die hier töten für Tokens. Dann ab zum Red Drop. Oh Gott, ich hoffe, ich sterbe hier nicht. Wegen den ganzen Viechern. Ich habe auch keine Stamina mehr. Ich loote es einfach. Ey, Guys, aber alle guten Dinge sind natürlich dran. Nein! Oh, bitte mal! Das wäre ja schon ein bisschen peinlich, jetzt hier direkt am Anfang zu sterben. Aber ich bin schneller. Hier, Stego, mach was. Okay, es hat geholfen. Okay, Red Drop da vorne. Müssen zum Red Drop. Dann bekommen wir erstmal ganz guten Loot. Geh schnell hier rüber. Okay, Red Drop ist noch da. Soll ich versuchen, den Rex zu holen? Ich versuch's. Gut, kann ich den tame? Ich brauch 73 Points oder so. So, ich kann jetzt mal gucken, kann ich den tame? Tame Rex, let's go! Alter, wir haben Rex! Jetzt darf das Game bloß nicht crashen. Lass aber trotzdem mehr Loot holen. Loot kann man immer gebrauchen. So, da hinten ist looted. Also da hinten müssten Player sein. Dragon has been tamed. Boah, wir bekommen schön viele Tokens hier durch. Mein Tame hat gerade voll viel Damage bekommen. Warum? Hat mich ein Player gehittet oder so? Ja, da ist ein Player. Keine Stum. Bro, ich habe keine Stum. Ich hab keinen Stum, ich hab keinen Stum, ich hab keinen Stum. Ja, okay, wir haben's verstanden. Ich muss warten, ich muss warten, ich muss warten. Hier ist es ein bisschen flacher. Er hat auch keinen Stum oder so. Nein! Komm her! Player killen! Ich hab keinen Stamina! Wo ist der Player? Ich höre ihn aber. Ich beiße einfach rein.
Oh fuck. Der hat Rockets. Ich seh ihn. Der hat Compound Bow. Ich geh Headshot. Hits. Hat keine Rüstung mehr. Ich hab ihn. Oh mein Gott. Loot. Ich kann meinen Rex aber wiederholen. Er ist nur unconscious. Steel Rex? Warum Steel Rex? Das ist meiner. Egal. Wir haben ihn wieder. Okay, ist doch ein Drop. Den holen wir schnell. Oh, wir haben eine Shotgun. Ich habe einen Compound Bow. Dino Crate? Was? What? Oh, der hat den Drachen. Scheiße, weg, 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 weg. Das ist wahrscheinlich super OP. Oh, oh. Ich loote lieber den Drop da hinten erstmal. Das schaffe ich irgendwie. Hoffe ich. Hier ist ein Terror Bird. Warte, Stamina, Stamina. Ich mache nicht wieder denselben Fehler. Der Drop ist weg. Wurde der gelootet oder ist er weg, weg? Irgendwo hier habe ich dich doch gesehen. Hier ist ein Player. Der steht da. Ich mache Headshots. Ich gehe auf den Pfeiler. Pfeiler weg. Hits! Ich muss nachladen. Nein! Wie viel HP hatte der noch? Nein, der war aber low, oder? Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, zeigt es mir gerne mit einer positiven Bewertung. Und falls ihr bis hierhin geschaut habt, schreibt gerne mal Toastbrot in die Kommentare, um die Leute, die nicht bis hierhin geschaut haben, zu verwirren. Und jetzt, bis zum nächsten Mal. Ciao!